Lieben, und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute dachte ich mir, es gibt mal wieder ein Make-up-Tutorial. Und zwar habe ich heute einen bronzigen Sommerlook vor, also so wie ich ihn im Sommer selber tragen würde und wie er mir zurzeit ganz gut gefällt. Vergesst nicht, dem Video schon mal einen Daumen nach oben zu geben und abonnieren, Glöckchen aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst, und folgt mir auch gerne auf Instagram und auf TikTok. Ich werde heute ein paar Produkte mit einbinden, die ich ganz frisch zugeschickt bekommen habe. Und zwar habe ich mein allererstes PR-Paket bekommen von NYX Professional Make-up. Und zwar ist das Ganze in dieser Box hier. Get ready for the big moment. Und zwar ist das die Hochzeitskollektion mit Ich Tayzik. I said yes. Und da sind ein paar schöne Produkte drin, die wir auf jeden Fall gut verwenden können. Guck mal bitte, wie niedlich das einfach ist mit den Trockenblumen. So sweet. Und davon werde ich mir natürlich auch ein paar in die Haare machen. So, dann würde ich euch erstmal zeigen, was für tolle Produkte in diesem Paket drin waren. Der Angel Whale Primer. Den habe ich tatsächlich noch nie ausprobiert, deswegen bin ich da echt gespannt drauf. Dann eine Ultimate Edit Palette, Petit Palette in den Farben Warm Neutrals und die Worth the Hype Mascara in Waterproof. Worth the Hype Mascara kenne ich schon, war eine Zeit lang meine absolute Lieblingsmascara. In Waterproof habe ich die tatsächlich noch nicht gehabt. Und ja, diese Palette habe ich auch noch nicht, da passt das ganz gut. Dann haben wir hier noch eine Lippenkombi, und zwar einen Nude Lip Liner in der Farbe Neutral und ein Soft Matte Lip Cream in der Farbe Abu Dhabi. Und um das Ganze dann noch abzurunden, gibt es natürlich auch ein Setting Spray, und zwar das Radiant Finish Setting Spray Long Lasting. Das habe ich auch noch nie ausprobiert, deswegen bin ich da sehr gespannt drauf. Ich habe bisher nur das Dewy Setting Spray und das Matte Setting Spray ausprobiert, deswegen... Ich bin gespannt. Ich beginne aber erstmal mit meinen Augenbrauen, und zwar nehme ich da den Micro Brow Pencil von NYX Professional Make-up in der Farbe Ash Brown. Mit dem mache ich meine Augenbrauen immer. Ich liebe ihn. Den benutze ich wirklich schon seit Jahren. Ich mag den gerade, weil der so dünn ist. Mit solchen Triangle Brow Pens komme ich überhaupt nicht klar. Und dann fixiere ich das Ganze mit dem Augenbrauengel von Florence by Mills. Und bevor ich meine Augenbrauen jetzt nochmal mit Concealer umrande, trage ich mir erstmal den Angel Whale Primer. Der ist ja richtig butterweich. Der soll ja, glaube ich, so ein bisschen porenverkleinernd sein. Und smoothing. Ja, erster Eindruck, ganz gut. Also auf jeden Fall wie so ein bisschen Weichzeichner, würde ich meinen. Um meine Augenbrauen zu umranden, nehme ich den Clean ID High Cover Concealer von Catrice. Im Sommer habe ich eigentlich nie Bock, Foundation zu tragen, aber da meine Haut das halt einfach manchmal braucht, weil sie total... Also das sieht man jetzt in der Kamera nicht so stark. Aber meine Haut ist gerade recht unregelmäßig und man sieht ganz viele Äderchen durch. Und deswegen mache ich trotzdem was drüber. Und zwar nehme ich da einfach einen Tinted Moisturizer. Und zwar den Stay Naked Hydromaniac Tinted Glow Hydrator von Urban Decay. Ist quasi eine ganz, ganz leichte Lightweight Foundation. Und Concealer mache ich mit meinem e.l.f. Hydrating Camo Concealer Satin Finish. Und damit auch alles schön hält, pudere ich das Ganze noch ab, und zwar mit dem Translucent Powder von Laura Mercier. Im Sommer konturiere ich eigentlich gar nicht so wirklich, sondern benutze eher Bronzer. Und zwar nehme ich da heute den City Bronzer von Maybelline und wärme damit einmal mein Gesicht schön auf. Also ein bisschen Kontur kann man mit Bronzer natürlich auch immer geben. Sehr logisch. Nur halt nicht so hart, sondern sehr natürlich eher. So, als Blush mag ich sehr gern so Blushes, die in die korallige Richtung gehen. Deswegen nehme ich heute von Animal Crossing und Colourpop Flower Tender. Und mache mir das auch so ein bisschen auf die Nase. Das sieht halt immer ganz süß aus. So, als Highlighter möchte ich gern irgendwas Champagnerfarbenes, was so ein bisschen glänzend aussieht. Deswegen nehme ich von Catrice den Modern Glow Highlighter in der Farbe 010 Ultimate Platinum Glaze. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal mit den Augen weiter. Da nehme ich natürlich die Ultimate Edit Petite Palette in Warm Neutrals von NYX. Erstmal gebe ich diesen Ton hier in meine Crease als Transition Color.
Und nach außen blende ich es mit der dunkleren Farbe, kühleren Farbe hier aus. Für die Cut Crease nehme ich mir erstmal meinen Eye Primer von Anastasia Beverly Hills. So, vorne in die Cut Crease gehe ich jetzt mit dieser schönen Glitterfarbe hier rein. Das soll sich vielleicht ansprühen. Und die restliche Fläche male ich mit diesem schönen, neutralen, sandigen Ton aus. So, dann mache ich mir noch einen Eyeliner-Wing, um meine Augen so ein bisschen zu verlängern. Und dann nehme ich diesmal einen braunen Eyeliner für, und zwar den Hyper Easy Brush Tip Liner von Maybelline. So, weiter geht's mit der Mascara, und zwar die Worth the Hype Mascara in Waterproof. Hier ist irgendwie eine Seite so ein bisschen reingedillt. Ich weiß jetzt nicht, ist das ein Produktfehler oder haben die eine Griffseite eingebaut? Wasserfeste Mascara ist auch gar nicht so doof, weil ich heute noch Klassentreffen habe und wir werden definitiv in den See springen bei dem Wetter. Ich klebe mir mal keine Lashes drauf, weil wenn ich in den See gehe und im Sommer trage ich sowieso fast nie Lashes, wenn es so heiß ist. Jetzt gehe ich rein mit dem Lip Liner. Schön weiß, schön pigmentiert. Lässt sich sehr gut auftragen. So, und dann gehe ich rein mit der Soft Matte Lip Cream in der Farbe Abu Dhabi. Jetzt fehlen nur noch zwei Sachen, und zwar Setting Spray und, was für mich zu einem Sommer-Make-up einfach mit dazugehört, Fake Freckles. Ich meine, ich habe selber Sommersprossen, aber wenn ich Make-up trage, sieht man die nicht mehr, weil die sehr, 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 sehr leicht sind. Und für meine Sommersprossen nehme ich immer Freck. Ist zwar unverschämt teuer für unverschämt wenig Menge, aber ja, ich benutze es ja jetzt auch nicht jeden Tag, von daher komme ich ganz gut damit hin. Aber meiner Meinung nach einfach wirklich die beste Möglichkeit, sich richtig natürliche Freckles zu machen. Cute. So, und dann kommt nur noch unser Setting Spray, das Radiant Finish Setting Spray von NYX. Oh, das hat ja einen richtig geil feinen Sprühnebel. Super geil. So, und das war's auch schon mit dem Make-up. Ich finde es extrem cute. Und so mache ich mein Make-up tatsächlich gerade einfach am liebsten. Es ist sehr trendinspiriert, ich weiß, aber ich weiß nicht, ich finde es einfach wunderschön. Wenn euch das Video, das Make-up-Tutorial gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben, kommentiert, wie ihr euer Make-up im Sommer immer so tragt, an welche Farben ihr da eher geht, eher neutral, eher farbenfroh, bei mir ist ja alles gemixt, ihr kennt mich. Und wenn ihr mich noch nicht kennt, dann solltet ihr definitiv meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr von mir verpasst. Und folgt mir gerne auf Instagram und auf TikTok. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bye.